Hey Freunde, mein Name ist Felix und herzlich willkommen zurück zu einem Video auf meinem Kanal. Ihr habt's gesehen, ich habe gerade noch fix ein Video fertig geschnitten. Das war das Intro für das Clip Battle. Einige, die es verfolgen, merken es ja, ich mache immer jeden Sonntag 19 Uhr ein Clip Battle und mache dafür aktuell immer ein lustiges, cooles Intro. Und das habe ich gestern mit dem Kevin aufgenommen und habe ich jetzt fix zusammengeschnitten. So sieht das Ganze aus. Das ist Premiere Pro, da hat man verschiedene Spalten von der Timeline, da kann man halt verschiedene Videoschnipsel einblenden und ganz viele Musikelemente. Und wenn man alles vernünftig zusammengeschnitten hat, dann sieht das einfach so aus. Sowas macht mir immer richtig mega Spaß. Und wenn ihr euch fragt, wie das Ganze funktioniert und wie man vielleicht das mit dem Mikrofon macht, was man da so einstellt, damit dann am Ende was Cooles rauskommt, schreibt es mal in die Kommentare. Wenn es passt, mache ich vielleicht mal ein Video drüber. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ihr habt es gesehen, ich habe auch angefangen, meine Tasche zu packen, denn wir gehen heute Langlauf fahren. Was heißt wir? Die Lara ist mit dabei und der Daniel. Der Kevin und die Bella sind natürlich auch mit dabei, aber die sind in einem anderen Auto unterwegs, denn wir sind schon voll. Und wer das uns heute ermöglicht, dass wir Langlauf fahren können, ist der Alf. Das ist wohl mit der coolste Fahrradhändler Skiverleih Mitteldeutschlands. Und der ermöglicht uns heute, dass wir Langläufer bekommen, denn für uns persönlich lohnt es sich nicht, solche Teile zu besitzen, denn die aller 10 Jahre, wo wir einmal das ausprobieren und nutzen, lohnt sich einfach nicht, sowas zu besitzen. Da fahren wir jetzt hin und ich bin mal gespannt, ob der alle passenden Größen für uns dabei hat und wie das heute wird, denn ich weiß nicht, ob ich noch Langlauf fahren kann. Kannst du Langlauf fahren? Nein. Bist du jemals Langlauf gefahren? Nein. Es wird auf jeden Fall richtig lustig. Wir haben es geschafft, wir sind jetzt beim Alf im Laden. Wie schon gesagt, der beste, gut aussehendste, gut gelaunteste Fahrradverkäufer und Skiverleiher Mitteldeutschlands. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du mit uns das heute machst. Kein Problem. Und ich bin echt mal gespannt, wir haben es auf jeden Fall Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal Langlauf vor 10 Jahren ausprobiert. Dann ist es ein bisschen her. Und ja, es wird auf jeden Fall lustig. Und wenn ihr auch mal Bock habt auf Langlauf fahren, dann schaut mal die Videobeschreibung, da ist alles Wichtige verlinkt, denn ist ja unnütz, wenn man nur ein oder zweimal im Jahr Langlauf fährt, sich eine komplette Ausrüstung zu kaufen. Und dafür gibt es halt so nette Menschen, ja, wie der Alf, der halt sowas zur Verfügung stellt. Denn bei Langlauf, hast du ja gerade gesagt, ist auch wichtig, dass die ganzen Größen stimmen. Ja, wir haben hier, wie gesagt, das ist ein Gerät, wo ich dann das Körpergewicht von den Leuten auf den Ski halt vermessen kann. Wenn man halt nur einmal oder zweimal im Jahr fährt oder auch noch nie gefahren ist, und dann nimmt man meistens so einen Schuppenski. Ja, ich kann das nochmal zeigen. Ja. Na, wo sind sie denn? Das wird mit dem Körpergewicht gemessen? Ja, ne, du hast ja, die haben ja verschiedene Spannungen. Gell? Du hast ja bei Skating eine höhere Spannung, wie beim Biathlon hast du eine höhere Spannung in den Ski. Ah, wie beim, hast du dich da gefährlich? Skating holt sie ja aus der Spannung, ne? Ja. Die Kraft aus der Spannung. Das heißt, du hast beim Skating-Ski eine viel höhere Spannung halt drauf. Also so ein Ski würdest du niemals zusammengedrückt liegen hier, gell, in der Mitte. Da hat er immer noch so ein bisschen Restspannung hier über. Gell, wenn du da so. Was hat das für Vorteile? Ja, hier, den wachst du ja komplett über die ganze, der ist auch vorgewachsen schon. Ja. Und den wachst du ja dann komplett über die ganze Fläche. Ne, der wird einfach nur schnell gemacht. Ja. Beim Biathlon, beim Skating und beim normalen klassischen ist es wichtig halt, wie gesagt, dass der genau als Körpergericht aufgewiesen wird. Dass ich die Schuppe beim normalen Laufen, wenn du normal gerade drauf stehst, sich noch nicht in den Schnee reindrückt. Ja. Ja. Und dann halt nur, wenn du Kraft drauf gibst, dann die Schuppe in den Schnee halt greift. Ah, okay. Gell? Dass du halt berghoch kommst. Und da hast du halt dann richtige Wachs für noch Ski. Also das wäre ein normaler, siehst du, hier ist dann die Schuppe halt. Ja. Das ist die Steighilfe halt. Ah, okay. Die sogenannte Steighilfe. Also halt besser, ja, für Anfänger. Genau, genau. Viel besser, okay, für Anfänger. Und wir haben jetzt solche Schuppenski. Richtig. Ah, okay. Jeder von euch hat solche Schuppenski. Ich habe dann ein paar Skating-Ski. Ich kann es euch ja dann mal zeigen. Ja. Halt. Also bei mir, ja gut, ich kann schon ein bisschen besser fahren. Ich habe mal eine Kombination betrieben. Ja. Also Skilanglauf und Skispringen. Ah, okay. Gell, bis ich 13 war. Skispringen gemacht? Ja.
Deswegen bin ich ja zum Fahrrad gekommen dann, ne? Zum Downhill-Sport. Ja, da springt man ja auch mit dem Fahrrad ein bisschen mehr. Wer aufgepasst hat, hat den Alf auch auf der Eurobike gesehen, im Eurobike-Video. Ja. Weißt du noch, wenn du das Gerät kaputt gemacht hast, das hier mit deiner Brille, wo du gedacht hast, du hast das Gerät kaputt. Also wer es nicht gesehen hat, ich werde es irgendwo einblenden. Auf jeden Fall ein richtig geiles Video. Ein Eurobike war richtig geil. Gut, also ihr habt erfahren, man muss auf einige Sachen achten. Und wer sich wirklich da mal rantasten will, schaut mal in die Videobeschreibung. Und da könnt ihr das alles beim Alf ausleihen. Ja. Auch Schuhe, da geht es ja dann alles richtig los halt. Ne? Mit Ski fängt es ja an, dann brauchst du andere Schuhe. Hier hast du so viele verschiedene Schuhe halt, klassisch. Skating-Schuhe sind viel, viel höher, damit sie oben den Knöchel halt noch schützen. Weil du hast ja einen ganz anderen Laufstil beim Skating wie beim normalen klassischen Lauf. Beim klassischen läufst du so, ne? Und beim Skating läufst du ja so. Ach so. Und dementsprechend musst du ja dann aufpassen, dass du halt nicht umknicken kannst. Deswegen halt mein Schuh ist auch ein bisschen höher wie eurer. Ja. Dann halt, das siehst du ja dann alles. Und dementsprechend, du holst ja, bist halt ein bisschen schneller halt mit dem Skaten. Wie beim normalen Inline-Skaten, so ist das ja mit den Ski dann auch. Ah, okay. Ja, wobei du mit den klassischen halt mehr dann mit den Beinen und mit den Dings machst. Also es wird auf jeden Fall richtig lustig. Ich bin gespannt und ich denke mal, es wird auf jeden Fall eine ganz lustige Geschichte heute. Ein bisschen Wachs nehme ich noch mit für die Freunde. Ein bisschen Wachs. Ja, damit wir auch die Ski wieder in Gang kriegen und dann dürfte das schon funktionieren. Gut. Wir werden sehen, also ihr seht, Alf bereitet schon alles vor. Skistöcke sind schon am Start. Der Kevin und die Bellas schauen gerade nach Schuhen. Hallo. Wir haben alles schon fertig gemacht, die haben ein bisschen länger gebraucht. Und wir bereiten das alles soweit vor und ja, wir packen alles in Ruhe zusammen und wir sagen, machen wir uns auf die Reise, auf den langen Weg in das kalte, verschneite Oberhof. Wir sind in Oberhof, aber das Problem ist, A, wir haben keinen Parkplatz, weil alles voll ist, B, hier steht alles, weil alles voll ist und C, hier liegt so viel Schneematsch auf der Straße, dass man mit Frontantrieb eigentlich verloren hat. Deswegen all da draußen, die sich ein Auto zulegen wollen oder sich interessieren für Autos, investiert auf jeden Fall in Allradautos, denn da hat man auf jeden Fall im Winter ein paar Pluspunkte. Oder sagt ihr? Ja. Da kommt die Bella. Da kommt die Bella. Wie machen wir das jetzt hier? Wie? Bleib mal stehen. Hello, wir sind am Arsch. Also wir haben jetzt einen Parkplatz, bleib mal stehen. Einfach auf der Straße. Das Problem ist, wenn wir hier wenden, ne, brauche ich den ganzen Parkplatz. Relativ, erstmal den ganzen Parkplatz, um zu wenden, wegen Bus. Und dann brauche ich relativ viel Schwung, weil sonst komme ich hier nicht hoch. Weil wir haben es gerade gesprochen, im Winter ist halt 4x4 Allrad Quattro 4Motion besser. Katastrophe. Ist da Kevin hochgekommen? Ja, aber jetzt ist gerade ein Golf oder ein Audi, glaube ich, vorgefahren und der ist auch nicht hochgekommen. Der fing bis zu dahin, wo wir hingekommen sind, und dann fing es bei ihm auch an. Da müssen wir vorbeikommen. Das ist eine Scheiße hier, Alter. Jetzt wieder nach oben. Ich kann es dir keinem erzählen. Nur nicht stehen bleiben, das Wichtigste. Nur nicht stehen bleiben. Herr Schönfelder. Also hier ist ganz schön Chaos, würde ich mal sagen. Wie macht man das jetzt wegen der Parkplatzsituation? Ich würde sagen, wir schieben erstmal die teuersten Autos weg, stellen die auf die Straße und dann stellen wir uns dahin. Finde ich vernünftig. Der hier zum Beispiel. Hier vorne gab es einen großen Parkplatz. Das Problem ist, wenn ich da drauf fahre, mit Schwung komme ich nie wieder runter, außer der Schneetaut. Ich habe schon gesagt, wir stellen einfach so eine Windböe, eine Schneeböe hier rein und dann warten wir bis Sommer ist und dann fahren wir wieder raus. Aber der Berghochzug ging richtig gut, ne? Ging gut. Hätte ich auch nicht gedacht. Festgefahren, ja. Und da habe ich nicht mal gute Winterreifen. Sogar im vierten. Im vierten? Ja, im vierten. So, also für alle, wir sind jetzt am Lüft vom, wer es im Sommer auskennt, hier ist der Bikepark Oberhof. Und im Sommer ist hier eigentlich so gut wie nichts los. Ne. Aber jetzt im Winter ist natürlich, ist es halt Hochsaison hier für Oberhof. Die einzige Saison. Die einzige Saison. Es gibt eigentlich, Oberhof ist eigentlich nur Winter. Es wird Winter. Es wird und es ist genau. So ein bisschen vor, er kommt letztes Mal vorgelaufen irgendwie. Wir sollen halt weiter suchen. Ja, los.
Weitersuchen. Ja. Weitersuchen. Suchen wir weiter, Kevin. Mach ich. Gut, wir suchen weiter. Das war jetzt quasi ein Satz mit X, denn das war wohl nix. Oberhof ist komplett dicht, also wir finden keinen Parkplatz. Und der Parkplatz, der zur Verfügung steht, da ist die Schranke defekt und da muss erst ein Servicetechniker beauftragt werden, die Schranke wieder zu reparieren. Jetzt haben wir beschlossen, wir fahren weiter Richtung Tal und ich bin echt mal gespannt, ob wir überhaupt mal noch einen Platz finden, wo wir wenigstens eine kleine Runde auf den Langläufern rumrutschen können, oder? Oder Lara? Sehe ich genauso. Siehst du genauso? Gut, Freunde. Also, wenn ihr im Winter nach Oberhof fahren wollt, lasst sein, bleibt zu Hause, setzt euch schön aufs Sofa, schaut eine schöne Serie. Chillt euer Leben. Chillt euer Leben. Und gut, wir fahren jetzt weiter und suchen nach einer Langlaufstrecke. 20 minutes later. Ich raste aus. Wir haben einen Parkplatz, wir haben einen Parkplatz, wir haben einen... Was haben wir? Parkplatz! Ey, wer hat den gefunden, Alter? Der Alfini hier. Du Nachtjacke. Ja, ja, Wahnsinn. Gefunden. Ja. Du Nachtjacke gewesen. Wir fahren 30 Mal durch Oberhof, sind schon unten am Lift. Das soll einfach stehen. Gut, Freunde, also, was ich gerade gesagt habe, stimmt wir nicht. Wir fahren jetzt Ski. Wir fahren jetzt doch. Nee, Langlauf fahren wir. Wir fahren nicht. Ich habe auch schon beim Kevin gesagt. Ich habe auch schon beim Kevin gesagt. Wir fahren jetzt zurück ins Tal und suchen einen anderen Platz. Haben wir es gefunden. Ja, geh doch mal nicht so nah, das sieht immer so scheiße. Das ist wie eine Plauznase. Gut, Freunde, wir ziehen uns jetzt um und dann machen wir... Und dann fahren wir Ski. Langlauf. Ist glatt? Hat ich gehalten. Das ist geil. Langlauf ist dasselbe. Gut, umziehen und dann... Wir haben Parkplatz. Statusmeldung. Wir sind jetzt vom Auto ca. 300 Meter entfernt. Ja, 500. 500 Meter vom Auto entfernt. Also, ja, hier geht's. Ja, komm, machen. Also, wir sind jetzt ein bisschen entfernt. Die Mädels kommen überhaupt nicht hinterher. Die sind auch nur gar nichts. Siehst du schon? Ja. Oh. Gut, das war jetzt bloß ein bisschen Fußweg. Und jetzt geht's gleich entweder hier hinter oder dahinter in den Wald. Ich bin mal gespannt, wie das wird und wie weit wir heute kommen. Und auf jeden Fall schon mal richtig geil, dass wir überhaupt hier in Oberhof sind und einen Parkplatz gefunden haben. Menge Schnee. Menge Schnee auf jeden Fall. So muss das aussehen. Genau so. Oh, guck mal, der Kevin. Hey, der ist voll süß, gell? Felix, ich bin sprachlos. Da, da. Geil, oder? Geil! Sie wollen ihn mir hochheben, bis Kopfüber mit Gesicht in Schnee. Ich hoffe einfach so tief. Ich komm. Warte mal. Bis zum Knie. Gerade passiert. Ich bin gerade hingefallen. Und wie? Auf den Rücken geklatscht. Zeig nochmal. So. Und dann? Dann ist sie mit dem Gesicht in Schnee gefallen. Oh, der ist doch nicht so bloß, Mensch, die Arme. Schubst dich gleich mal. Wollen wir die Bälle mal in Schnee tauchen? Ja! Ja, los! Warum schnalle ich eigentlich jeden die Skier an? Können wir jetzt? Meine ist noch dran. Hinter uns, hinter uns. Hier. Ja. Geh mal rüber hier, da ist ganz Verkehr auf. Oh, 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 sorry. Hier, da wollen wir eigentlich eine Bratwurst stand. Euch. Lara! Spät. Alle, die rot tragen, sind schnell. Das ist Gesetz. Welche Spur? Was machen wir eigentlich hier für eine Sportart? Was ist das für eine Sportart hier? Hat das einen Grund, warum das hier so glatt ist? Wir hätten erstmal Theorieunterricht machen sollen. Das hätten wir echt mal machen. Theorie hier. Erstmal Theorie, da gibt es eine Abschlussprüfung, da fallen wir alle durch. Genau, da geht's weiter. Komm, wer zuerst Lara schubst? Schau dir mal den Kevin an, du hier. Da bewegt seine Füße, als hätte er sein ganzes Leben lang nichts anderes angehabt. Als Füße.
Jetzt geht's bergab. Lara, komm. Ja, der Boss fährt jetzt los. Bremst? Ja, Daniel, los. Jetzt geht's auf Freude. Wie bremst man denn? Gar nicht. Schuss. Ja, sag ich doch, Profi. Lara, du musst die Skier parallel nehmen, dich hinhocken und Gas. Stell dir nach vorne, ihr müsst die Stöcke vorne führen. Wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Das habe ich Sprunggelenk. Na, nicht so schnell! Gerade drauf stehen bleiben, gerade einfach in der Mitte und so. Wie denn? Wie denn? Ja, was denn? Jetzt geht hier zwischen mich und fest meinen 20 Meter weg. Danke, bitte. Wir haben es geschafft. Lara ist heil angekommen. Ich frage mich echt, wie Lara das geschafft hat, den Berg runterzukommen. Kevin, der alte Skihase, hat es geschafft. Bella, die Obersportlerin, hat es auch geschafft. Ich hoffe, ihr steht nicht überhaupt nicht. Wir sitzen jetzt gemütlich in der Hütte. Gegessen habe ich schon. Es gab Leberkäse. Jetzt gibt es noch ein kleines Heißgetränk zum Warmwerden. Und vielen Dank nochmal an den Alf. Wenn ihr euch für Langlauf, Alpinski oder Fahrräder interessiert, schaut mal in die Videobeschreibung, da ist alles vom Alf verlinkt. Vielen Dank nochmal an dich, falls du das sehen solltest, weil anscheinend hört er mir gerade nicht zu. Ja, hört mir nicht zu. Gut, Freunde, das war's vom heutigen Video. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, war mal was anderes und wir waren mal wieder an der frischen Luft und haben was für Geist und Seele getan. Außer Daniel. Der. Nee, nichts für Geist und Seele. Ne? 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 Tschüss. Gut, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Alle, die dabei waren, sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.